In der Autoindustrie jagt ein Skandal den nächsten. Nach dem Abgasskandal haben wir jetzt auch einen Verbrauchsskandal. Im Durchschnitt verbrauchen deutsche Autos 42% mehr Kraftstoff als angegeben. Jetzt neu, der Golf Illusion. Nichts ist, wie es scheint. Die Autoindustrie verspielt damit den letzten Rest Vertrauen. 70% der Deutschen würden statt VW, Opel oder Mercedes mittlerweile eher ein Fahrzeug der Marken FIFA, Deutsche Bank oder ADAC kaufen. Schlimm. Aber da stimmt wirklich gar nichts mehr. Neulich hat mein Tacho beim Überholen auf der Autobahn 160 Hektopascal angezeigt. Was soll das? Die verarschen uns. Die verarschen uns, ohne rot zu werden. Und das ist für uns ein Anlass, mal nachzuhaken. Wir haben heute einen Insider eingeladen in diese Sendung. Bitte begrüßen Sie mit mir den Vorsitzenden der Vereinigung der schwäbischen Automobilindustrie, Maximilian Schaffroth. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass Sie uns hier beehren, Herr Schaffroth. Vielleicht kann ich mit einer kritischen Frage einsteigen. Herr Irring, ganz kurz vorab. Meine Frau ist ein Riesenfan von Ihnen. Das soll kein Süßholzraspelei nicht sein, ja, aber sie hat Ihnen extra unsere traditionelle Zuffenhausener Dinkelschnecke gebacken. Oh, bitte. Vielen Dank. Ja, damit was hinwächst an den Künstler, gell? Ja, ja, ja. Augenblick mal, ist da ein Autoschlüssel? Also ich sehe keinen. Das liegt ganz bei Ihnen, Herr Ehring. Also wissen Sie, nein, bitte, geben Sie wieder zurück. Also ist kein Problem. Bei uns in der Küche hängen so viele Autoschlüssel rum. Da kann es schon mal sein, dass ein 911er ins Thermomix reinrutscht, gell? Herr Schaffroth, kommen wir zur Sache. Deutsche Autos verbrauchen im Schnitt 42% mehr Sprit als beim Verkauf angegeben. Wie rechtfertigen Sie eine solche, ich nenne es mal, bewusste Täuschung? Herr Ehring, ich dachte mir, dass die Frage kommt. Und ich lasse jetzt hier in der Sendung wirklich die Hose runter. Wir stehen seit der Erfindung des Ottomotors vor einem Riesenproblem. Wir sehen nicht hinein. Wir wissen zwar, dass er funktioniert, aber wir wissen nicht genau, warum. Und es ist ein Skandal, Herr Ehring. Und da muss ich jetzt hier eine Lanze für den Verkehrsminister brechen. Der Alexander Dobrindt hat gesagt, es ist jetzt unsere Aufgabe, Transparenz zu schaffen. Wir müssen in den Zylinder reingucken. Das ist unsere verdammte Pflicht. Ja, selbstverständlich. Warum gucken Sie nicht mal rein? Ich meine, Sie können doch reingucken in den Zylinder. Müssen doch mal reingucken. Dobrindt hat doch reingeschaut. Ist doch alles passiert. Ja. Der Dobrindt hat reingeschaut. Was glauben Sie, warum der diese dicke Schutzbrille tragen muss? Ja, wir waren ja alle dabei, das war ja tragisch. Der Zetsche hat noch gesagt, Alexander, bist du deppert, leist den Scheiß. Ja. Aber der Dobrindt, der guter Mann, der Dobrindt hat im Moment des Verbrennungstaktes durch den Common Rail Einspritzschacht reingeschaut. Durch den was? Das ist so ein Saugstutze, so eine Verdichtungsstutze. Da hat er reingeschaut. Und was ist da passiert? Ein Zapfenstreich. Der Dobrindt war von der Explosion so verwirrt, dass er plötzlich wieder angefangen hat, von der Maut zum Sprechen. Das ist doch Quatsch, die machen doch Witze, oder? Ich meine, das ist doch nicht Ihr Ernst. Was erzählen Sie denn hier, Herr Ehring, für einen Quatsch? Ich schwöre es bei der Dinkelschnecke. Es ist genau so, Herr Ehring. Aber wir Unternehmer, wir können in Deutschland ja sagen, was wir wollen. Wir sind immer die Säckel. Und deswegen haben wir einen Imagefilm produziert, um ein bisschen Verständnis zum Wecker. Den möchten wir gerne zeigen. Janine, spielen wir mal die Mats ab. Wir von der deutschen Autoindustrie sind sehr, sehr tolerant. Ob so ein Wagen jetzt 5, 6 oder 10 Liter verbraucht, zeigen auch Sie ein bisschen Toleranz. Wir von der deutschen Autoindustrie sind auch besonders verantwortungsbewusst. Wir haben Ihnen die wahren Abgaswerte nur vorenthalten, damit Sie sich keine unnötigen Sorgen um Ihre Gesundheit machen. Und wir von der deutschen Autoindustrie sind ausgesprochen ehrlich. Wir haben immer gesagt, dass unsere Autos 4 Räder haben. Sehen Sie? Denken Sie immer daran, dass F in Kfz steht für Vertrauen. Und am Ende geht es doch nicht ums Auto oder um Sie. Es geht um das große Ganze, um uns. Und darum, dass wir auch weiterhin Milliarden verdienen. Das deutsche Auto. Vollendet veredelter Spitzenbeschiss. Ja, das ist super. Das ist super. Danke,
Danke, dass Sie jetzt schon Ihre eigenen Beiträge mitbringen. Aber okay. Sie verschleudern hier Zeit und Geld für Imagefilme, anstatt endlich mal das Thema Elektromobilität anzugehen. Und ich meine ernsthaft anzugehen. Ich meine, Sie konstruieren immer noch Geländewagen, die auf der Straße liegen sollen wie Sportwagen. Es ist doch wirklich paradox. Herr Ehring, Sie überschätzen uns da ein bisschen. Wir reagieren ja auch nur auf den Markt. Und wir haben nach langer, langer Research entdeckt, dass nicht wir, sondern der Konsument das Problem ist. Der Konsument ist größer, ist dicker geworden. Die Daunensteppjacke, das stellt uns vor ein Riesenproblem in der Konstruktion, Herr Ehring. Die Daunensteppjacke? Ja, Herr Ehring, schauen Sie sich doch mal um. Der neue Innenstadtmensch, wir sagen im Marketing der Homo Daunensis, der ist 30% dicker. Das ist enorm. Wir haben doch was geleistet. Wir haben das Chassis moduliert. Wir haben die Türe vergrößert. Und dabei ist natürlich konsequenterweise dann der Geländewage entstanden. Aber ich sage Ihnen eins, diese ganze Diskussion um den Verbrauch, das ist grüner Kleingeist. Unser Top-Thema im Automotive, das ist Safe Mobility. Und da liefern wir, Herr Ehring, da liefern wir gnadenlos. Safe Mobility? Moment mal. Sie lenken ab. Es ist im Moment die Rede von Jobverlusten. Es gibt massive Jobverluste in der Automobilindustrie. Es wird gestritten um Bonuszahlungen für Topmanager. Es gab den Abgasskandal, es gab Manipulation, es gibt jetzt den Spritverbrauch. Auch da wurde gelogen. Ja, und Sie kommen hier mit Safe Mobility? Gut, dass Sie so konsequent nach dem Thema Safe Mobility fragen, Herr Ehring. Da haben wir richtig vorgeholzt, da haben wir richtig was geleistet. Es geht um die Sicherheit. Wir haben daran gearbeitet, die Fahrzeughöhe der Geländewagen weiter zu maximieren. Wir sind beim Cayenne mittlerweile so weit, dass der Kühlergrill auf Kopfhöhe von einem Ford Fiesta fahrbar ist. Das heißt, Sie rasieren quasi beim Frontalaufprall über den Unfallgegner drüber, kommen sicher zum Stehen und werden von der Porsche Road Assistant innerhalb von 10 Minuten mit Kaffee und Heizdecke versorgt. Das ist der Spirit of Mobility, Herr Ehring. Das ist der Spirit, den brauchen wir. Ja, aber auch mehr. Was ist denn, was ist denn mit dem Ford Fiesta-Fahrer? Ja, der Ford Fiesta-Fahrer muss schauen, dass er sich rechtzeitig duckt, Herr Ehring. Ich geb's auf. Vielen Dank, Maximilian Schaffroth.